Hallo Schalker. Hallo Schalker. Hallo Abi. Dennis. Hallo Schalker. Ja, willkommen zum Autotalk vom Spiel gegen Mainz. Das letzte Spiel gegen Werder Bremen, muss ich ja sagen, eine der besten Leistungen dieser Saison, muss ich sagen. Was meinst du? Also das muss ich auch sagen. Wir haben genau so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Wir waren aggressiv gewesen, wir haben auch ein schönes Tor gemacht, aber leider wieder nicht anerkannt. Und wenn wir, glaube ich, mit 1-0 in Führung gegangen wären, Dennis, dann wäre das Spiel sicherlich anders ausgegangen. So ist das wieder eben, dass sage ich mal, jetzt einfach mal die Bremer wieder in Führung gegangen sind. Das ist dann aber nicht wieder unser Spiel. Ja, wir müssen dann öffnen und dafür haben wir doch, sage ich mal, nicht die Mannschaft, um Bremen dann nochmal die Punkte abzunehmen. Aber ich fand, wir haben gut gespielt. Ich auch. Kral hat super für mich gespielt. Also für mich ist er sowieso ein sehr guter Mann. Ich weiß nicht, warum der von Anfang an nicht so richtig gespielt hat bei uns. Aber für mich war das der beste Mann auf dem Platz gewesen. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hatte, sondern er hat eine super Leistung im Mittelfeld gebracht. Und nur so kann man dann auch weiterkommen. Ja, dann hoffen wir auch mal, dass wir jetzt gegen den nächsten Gegner, gegen die Heideltruppe, gegen Mainz, dass wir da auch weiterkommen und dass wir uns endlich mal hier bei 3 Punkte den Jungs abjagen. Mit der Leistung sehe ich das sicherlich zum ersten Mal, dass wir wirklich ganz nah dran sind, mal wieder zu siegen. Es wird auch langsam Zeit, dass wir siegen. Ja, wir spielen wohl jetzt nicht schlecht. Wir haben in Hertha gut gespielt, wir haben jetzt in Bremen gut gespielt, wir müssen jetzt einfach dranbleiben und dann kommt das Glück auch wieder. Das Glück muss einfach wiederkommen und ich glaube einfach, es wird auch mal Zeit, dass wir den Heidel mal die 3 Punkte klauen, denn der hat ja uns auch einige Sachen hier hinterlassen und da knabbern wir ja heute noch dran und deswegen wäre das für mich eine große Freude, dem wirklich die 3 Punkte abzunehmen. Also, Durchkampf zum Sieg, Schalker. Ich hoffe, ihr seid auch alle dabei und dann holen wir die 3 Punkte zu Hause. Ja, Abi, dann würde ich sagen, schönes Spiel für uns beide. So ist es, Dennis. Und wir sehen uns. Und Glück auf. Glück auf, Schalker. 0-4.